Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute zeige ich euch ein Grundrezept für Cake Pops, die ganz gut für Cake Pop Maker oder einer Silikonform gelingen. Ich habe hier eine Silikonform, die aus zwei Teilen besteht. Mit dabei sind auch solche Cake Pop Stiele, die wiederverwendbar sind. Ich bin mit dieser Silikonform sehr zufrieden und würde es auch jedem empfehlen, die sich kein Cake Pop Maker anschaffen wollen. Ja nun, dann starten wir mal los. Die Zutaten sind 75 Gramm Butter in Zimmertemperatur, 75 Gramm Zucker, 2 Eier auch in Zimmertemperatur, 75 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver. Den Backofen habe ich auf 175 Grad Ober- und Unterhitze angeschaltet. Als allererstes tue ich die Silikonform mit etwas Öl einfetten, damit die Cake Pops später nicht in der Form kleben. Hier müsst ihr aufpassen, dass nur die geschlossenen Mulden eingefettet werden. Die Form habe ich eingefettet, stelle sie jetzt kurz auf die Seite und fange mit dem Teig an. Die Butter und Zucker rühre ich so lange, bis es cremig wird und der Zucker sich aufgelöst hat. Dann gebe ich die Eier mit dazu und schlage es so lange, bis es eine cremige Masse entsteht. Backpulver und Mehl tue ich zuerst untereinander mischen. Und gib sie zu den Eiern dazu. Mit Hilfe von zwei kleinen Teelöffeln fülle ich jetzt die Mulden bis zur Hälfte. Wer zu Hause einen Spritzbeutel hat mit einer Lochtülle, der kann die Mulden auch gerne mit dem Spritzbeutel füllen. Dem restlichen Teig gebe ich noch einen Esslöffel Kakao hinzu, weil ich die andere Hälfte schokoladig haben möchte. Die Form habe ich komplett ausgefüllt. Jetzt kommt noch der Deckel hinzu. Dann geht's in den Backofen. Bei 175 Grad etwa 20 bis 25 Minuten backen. Die Backzeit variiert sich je nach Backofen, deswegen immer die Stäbchenprobe machen. Die Stäbchenprobe lässt sich sehr leicht von den Löchern am Deckel durchführen. Die Form habe ich aus dem Backofen rausgeholt. 20 Minuten sind vorbei. Also bei meinem Backofen hat es nur 20 Minuten gedauert. Jetzt öffne ich langsam den Deckel. Die Form ist noch sehr heiß. Da muss ziemlich aufgepasst werden, dass man sich nicht verbrennt. Und siehe da. Die Cake Pops lasse ich in der Form auskühlen und dann hole ich sie später raus. Auf einen flachen Teller stürze ich die Cake Pops ab. Die komplette Zubereitung vom Rührteig bis zum Auffüllen der Mulden hat mir ungefähr 15 Minuten gedauert. Dieses Rezept ist sehr einfach und schmeckt auch sehr lecker. Die Cake Pops sind sehr fluffig und locker geworden. Letztens war meine kleine Nichte bei uns, die ist ein Jahr alt. Für sie habe ich diese Cake Pops als kleinen Snack zubereitet. Ihr hat es sehr gut geschmeckt und sie hat fast die Hälfte davon gegessen. Ich hatte es aber nicht mit Schokolade überzogen.
Die Cake Pops könnt ihr nach Belieben mit Schokolade überziehen und verzieren. Danke, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich auf eure Kommentare und Bewertungen. Abonniert meinen Kanal kostenlos. Bis zum nächsten Video. Tschüss!